Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 185. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns jeden neuen Tag einen Neuanfang schenkst. Und dass du dein Volk so gut kennst. Und wir wissen dürfen, dass du auch uns persönlich sehr gut kennst. Herr, wir möchten uns dir übergeben und dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose 26 bei der erneuten Zählung des Volkes Israel. Wir lesen in Vers 56, denn nach dem Los soll ihr Erbe ausgeteilt werden unter die vielen und wenigen. Und dies sind die gemusterten Levis nach ihren Geschlechtern. Gerson, von ihm kommt das Geschlecht der Gersoniter. Kahat, von ihm kommt das Geschlecht der Kahatiter. Merari, von ihm kommt das Geschlecht der Merariter. Das sind die Geschlechter Levis. Das Geschlecht der Libniter, das Geschlecht der Hebroniter, das Geschlecht der Machliter, das Geschlecht der Mushiter, das Geschlecht der Korahiter, Kahat aber hat den Amram gezeugt. Und die Frau Amrams hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die dem Levi in Ägypten geboren wurde, und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und ihre Schwester Mirjam. Diese Geschichte kennen wir ja schon aus 2. Mose. Dem Aaron aber wurden geboren Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Nadab aber und Abihu starben, als sie fremdes Feuer vor den Herrn brachten. Noch Jahrzehnte später war das frisch im Gedächtnis und wurde immer und immer wieder erwähnt und wiederholt. Auch wir sollten uns an die eindrücklichen Momente in der Geschichte ähm, des Volkes Gottes erinnern. Wir sollten uns auch daran erinnern, wie Gott in unserem Leben auf dramatische Weise eingegriffen hat und wo wir Dinge lernen sollten wo wir Niederlagen erlebt haben und Siege erlebt haben, damit wir aus ihnen lernen können. Und die Gesamtzahl ihrer gemusterten war 23.000. Diesmal 1000 mehr als 40 Jahre zuvor. Alle männlichen Geschlechts, die einen Monat alt waren und darüber, denn sie wurden nicht mit den Kindern Israels gemustert, weil man ihnen kein Erbe unter den Kindern Israels gab. Noch immer war der Stamm Levi der kleinste. Und obwohl er der kleinste war, hatte er die wichtigste Aufgabe. Auch da können wir etwas lernen. Wenn wir schwach sind, kann Gott uns doch besonders segnen. Gott schaut nicht auf die Größe eines Stammes, sondern auf die Treue. Es war die Treue der Leviten in der Frage vom goldenen Kalb, die ihnen die größte und wichtigste Aufgabe ermöglicht hat. Das ist die Musterung der Kinder Israels, die Mose und Eleazar, der Priester, vornahmen in den Ebenen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber. Unter diesen war keiner von denen, die Mose und Aaron, der Priester, musterten. Als die Kinder Israels in der Wüste Sinai zählten, denn der Herr hatte von ihnen gesagt, sie sollen gewisslich in der Wüste sterben, und es blieb keiner von ihnen übrig, außer Kaleb der Sohn Jephunnes und Josua der Sohn Nuns. Die ganze erste Generation war wegen Unglauben und dem daraus resultierenden ungehorsam in der Wüste gestorben. Sie hatten alle die Erlösung Gottes erlebt. Waren frei geworden durch das Blut des Lammes in Ägypten, hatten gesehen, wie das Wasser sich vor ihnen geteilt hatte. Sie hatten die Stimme Gottes an dem Berg Sinai gehört und hatten doch das Land nicht erreicht. Möge Gott dir und mir schenken, dass wir ihm folgen, seiner Stimme gehorsam sind, damit wir nicht nur Erlösung erleben, sondern auch am Ziel ankommen. Und es kamen herzu die Töchter Zelofrats, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machias, des Sohnes Manasses, unter den Geschlechtern Manasses des Sohnes Josefs, und dies waren die Namen seiner Töchter, Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Sie traten vor Mose und vor Eliazar, den Priestern, vor die Obersten und die ganze Gemeinde an den Eingang der Stiftshütte und sprachen, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er gehört aber nicht zu der Rotte, die sich in der Rotte Korachs gegen den Herrn zusammenschloss, sondern er ist an seiner eigenen Sünde gestorben und er hat keine Söhne gehabt. Warum soll denn der Name unseres Vaters oder seinen Geschlechtern untergehen, weil er keinen Sohn hat? Gib uns auch ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Hier geht es also um das Erbrecht. Können auch Töchter erben, wenn es sonst keine erbberechtigten Söhne gibt? Da brachte Mose ihre Rechtssache vor den Herrn, und der Herr redete mit Mose und sprach: Die Töchter Zelophrats haben recht geredet. Du sollst ihnen unbedingt unter den Brüdern ihres Vaters ein Erbbesitztum geben und sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und sprich zu den Kindern Israels so, wenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, so soll er sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Tochter hat, so soll ihr sein, Erbteil seinen, sollt ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, so sollt ihr sein Erbteil den Brüdern seines Vaters geben. Wenn aber sein Vater keine Brüder hat, so sollt ihr sein Erbteil dem nächsten Blutsverwandten aus seinem Geschlecht geben, damit er es erbt. Das soll den Kindern Israels eine Rechtssatzung sein, so wie der Herr es Mose geboten hat. Und der Herr sprach zu Mose: steige auf dieses Bergland Aberim und sieh dir das Land an, das ich den Kindern Israels gegeben habe. Und wenn du es gesehen hast, sollst du auch zu deinem Volk versammelt werden, wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist, weil er in der Wüste ziehen, beim Hadern der Gemeinde meinem Befehl widerspenstig gewesen seid, mich vor ihnen durch das Wasser zu heiligen. Das ist das Haderwasser in Kadesh in der Wüste sind. Es waren nur noch drei übrig geblieben, Kaleb, Josef und Mose. Und auch Mose musste noch sterben, wegen der Sünde. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, bitte bewahre uns davor, dass wir zwar Großes mit dir erlebt haben, aber dann doch das Ziel nicht erreichen. Bitte gib, dass wir uns von deinem Heiligen Geist Tag für Tag erfüllen lassen, dass wir nicht ungehorsam sind, sondern voller Glauben. Und dir folgen, wo du uns auch führst. Lass uns lernen aus dieser dramatischen Geschichte der ersten und der zweiten Generation. Und hab Dank, dass du dein Volk trotzdem ans Ziel führst. Trotz all der Fehler, die sie getan haben. Und das wollen wir für uns in Anspruch nehmen. Und bitten, dass du uns gnädig bist und uns führst bis ans Ziel. Im Namen Jesu. Amen.